Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind jetzt hier gerade auf der Autobahn und fahren zu einer Immobilie, die wir gekauft haben vor etwa 2 Jahren. Ein vermietetes Objekt, das konnten wir damals nicht besichtigen. Der Mieter ist ausgezogen und wir holen die Schlüssel, gehen zum ersten Mal rein und dann entscheiden wir, was wir damit machen, ob wir sanieren, renovieren, ob wir nichts machen, ob wir es vermieten, ob wir es verkaufen, keine Ahnung. Wir sind gespannt und zeigen gleich, was da so abgeht. Ah, da bin ich leider auf der linken Spur. So, wir sind jetzt da, haben eben die Schlüssel geholt und waren gerade schon einmal drin. Ist schon heftig, wie es hinterlassen wurde. Aber ja, was will ich machen? Was will ich machen, sagt man bei uns. Super, noch seinen ganzen Scheiß Müll hier liegen lassen. So, jetzt zeige ich euch mal einen kleinen Zwischenstand. Also hier sieht man die Türen, die haben wir lackiert, abgeschliffen und lackiert. Das Ergebnis kann sich eigentlich ganz gut sehen lassen. Hier sieht man den alten Heizkörper, der wurde rausgeschmissen, ein neuer kam rein, das sieht man dann später. Ja, die Wände sind frisch tapeziert worden, also es war ein starker Raucher, das war echt heftig, wie es da drin gestunken hat. Auch der Boden, unter dem Boden war auch nicht unbedingt schön. Hier sind schon die neuen Wasserleitungen drin, haben wir komplett entkernt, neue Leitungen reingeschmissen. Die Wände sind übrigens noch nicht gestrichen, aktuell nur tapeziert in dem Zustand. Hier sieht man einen neuen Gebarit-Unterputzkasten, alles neu, Wasserleitungen von den Steigleitungen zu den Verbrauchergeräten. Beste Qualität, gell? Hier kommt die Waschmaschine rechts hin und links kommt eine bodentiefe Dusche rein. Hier. Also Badewanne haben wir rausgeschmissen, den Heizkörper auch. So Freunde, jetzt geht's los. Unser nächstes Hold and Flip-Projekt ist fertig. Die Wohnung war 2 Jahre lang sowas vermietet und wir haben die damals ungesehen gekauft. Der Mieter ist jetzt ausgezogen, ohne seine Kündigungsfrist einzuhalten. Danke dafür. Und die sah aus, ey, ihr habt es gesehen, komplett. Ich frage mich, wie man so leben kann. Das war somit die schlimmste Wohnung, die ich bis jetzt gesehen habe, so von jemandem, mit welch ich gelebt habe. Außer eine andere, wo ich neulich drinnen war. Da bin ich nämlich bei der Besichtigung sogar in der Wohnung, im Haus, das war ein Haus, in Hundescheiße reingetreten. Also hey, wir haben es nicht mal geschafft, den Hund draußen scheißen zu lassen. Dann läuft es richtig. So, jetzt herein spazieren. Hier haben wir in der gesamten Wohnung einen kompletten Parkett verlegt, echt tolles Parkett, Eiche. Und ja, es war im Angebot. Normalerweise wollen wir nicht so einen teuren Boden reinlegen, aber noch unreduziert ist der irgendwie bei 40, 50 Euro den Quadratmeter. Und ich finde, kommt ganz geil, was meint ihr? So, unser Planet. Hier, was haben wir noch gemacht? Die Türen abgeschliffen, gestrichen.
Die Wände haben wir komplett frisch tapeziert, weil die waren so voll gebraucht, das war widerlich einfach. Neue Steckdose komplett, neue Heizung komplett, nochmal eine neue Heizung komplett hier. Und wir haben sogar noch ein richtig krasses Tool, da hat sich der Chucky leiden lassen. So eine Lampe mit Fernbedienung. Also die ist echt krass, was die alles kann. Also es lohnt sich allein schon wegen der Lampe die Wohnung zu kaufen. So, hier die Küche, haben wir da keine eingebaut. Das überlassen wir dem neuen Eigentümer. Hier ist eine Hochschule in der Nähe. Wir sind hier in Schwäbisch Gmünd gerade. Ist nicht weit von der Hochschule. Und ja, dementsprechend wissen wir nicht genau, was jetzt die Zielgruppe ist, wer das kauft. Entweder ein Eigennutzer oder ein Student, das die Eltern kaufen oder irgendjemand, der kauft und vermietet ist. Wie auch immer. Ich weiß es noch nicht genau. Das kann ich irgendwann später mal erzählen. Hier geht es raus auf den Balkon. Wir sind in echt ruhige Lage, was echt geil ist, weil hinten raus, da ist keine Straße, da ist eine Feuerwehrzufahrt. Dann hat noch nie ein Auto da fahren sehen. Komm mal raus hier. Ja, ist auf jeden Fall richtig chillig hier. Wenn man ganz ruhig ist, einfach nur Vögel zwitschern, keine Autos, gar nichts. Ist natürlich kein Neubauhaus hier, das ist mir auch klar. Und dementsprechend ist auch der Preis deutlich günstiger wie bei einem Neubau. Aber ja, wer hier chillen will, ist auf jeden Fall nice. Wir haben noch eine zweite Wohnung hier in dem Objekt, die ist noch vermietet aktuell. Bin gespannt, wie lange der Mieter noch drin bleibt. Und ja, vielleicht kauft ihr auch der eine oder andere Interessent mit. Marcel will schon die anderen auch verkaufen, oder? Kommt auf den Preis an, oder? Willst du nochmal herfahren zum Sanieren, oder? Ja, ging schon. Du? Ja, komm drauf an. Wenn es sein muss, geht schon. Komm drauf an. Okay, weiter geht's ins Bad. Hier haben wir Support bekommen von einem befreundeten Immobilieninvestor hier aus der Gegend. Der hat uns seinen Wassermann zukommen lassen. Das war echt, vorkommen. Danke Dominik. Hat uns einiges erleichtert. Hier haben wir komplett alles kernsaniert, also von den Steigleitungen. Alles neu, die ganzen kompletten Wasserleitungen sind neu zum Klo. Zum Waschbecken, alles zur Dusche. Hier war eine Badewanne drin, wer sich erinnern kann. Vorher war eine Badewanne drin. Der Heizkörper war unter der Badewanne gelegen. Haben wir rausmachen lassen und einen schönen Handtuchheizkörper hier anbringen lassen. Der ist doch geil, echt. Mega. Da kann jetzt der neue Eigentümer immer schön seine Handtücher trocknen. Und hier ist Platz für eine Waschmaschine. Und hier eine Dusche. Begehbar. Tropft es? Nee. Hast du es gerade aufgeschraubt? Nee, ich hab nur so hingegangen, weißt du. So, Mensch. Warte kurz. Oh ja. Ja. Gut, dass du deinen Putzlappen immer dabei hast, ey. Ja, ich habe meinen Putzlappen immer dabei. Jetzt kann ich nachher noch auf dem Handtuchheizkörper raustrocknen lassen, ey. Also hier haben wir Dusche. Boah, das ist jetzt nass. Wir haben hier so Aufputzdusche. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man den Duschkopf direkt aus der abgehängten Decke kommen lässt oder aus der Wand hinten. Aber dann haben wir gesagt, hey, passt eigentlich, sieht ganz geil aus so. Und ja, eben ist auch das erste Mal, was wir gemacht haben. Hier unten zeigt man noch kurz die Ablaufrinne. Komplett rausduschen nachher noch, ey. Seit 4 Wochen mal wieder. Ja, das waren die Highlights. Parkplatz ist keiner dabei. Und wir gehen diese jetzt noch heute oder morgen vielleicht direkt in den Vertrieb. Schreibt mir mal, wie es euch gefallen hat. Bis, ciao. Und ich weiß, manche Leute schauen sich die Videos hier an, die mir noch gar nicht folgen. Alles klar, viel Spaß dabei. Und wenn es euch gefallen hat,
würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, gell? Damit zeigt ihr eure Dankbarkeit.